Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Bioshock 2 im Dionysus Park und wir müssen hier... Oh, guck mal, da geht was auf. Da oben sitzt jemand drauf, oder? Es ist schon eine Leiche, ich weiß es nicht. Hier habe ich schon mal ein paar Fallenminen platziert. Einfach, um uns diese Zeit schon mal sparen zu können. Und, ja... Das hat da schon mal gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, ist ja in Ordnung. Hm? So, wen haben wir denn hier? Hm? Warte. So, weg mit dir. Weg mit dir. Okay, das hier ist auch nicht wirklich meine Glanzstunde. Sind wir mal ehrlich. Also, ich habe schon mal besser gespielt und ich muss eindeutig... Eieieiei. So, jetzt passt's. Ich musste eindeutig den Sound ein bisschen leiser machen für mich. Sonst schreie ich euch hier die ganze Zeit in die Ohren. Das will man ja auch nicht. So, Spider-Splice hat leider nichts. Die hat ein bisschen was für uns. Ah, hier auch nicht wirklich Gutes dabei. Wir brauchen eher ein paar Medikits. Wenn wir überhaupt irgendwas wollen und mitnehmen können, dann Medikits. Aber auch die Spider-Splicer haben irgendwie keine Medikits für uns. Ein bisschen Geld. Oh nein. Och nö. Ach komm schon. Toll, drei Speere verschossen. Ah, zwei. Und da ist noch ein dritter. Haha. Passe, da geht's nicht. So, le frage ist, wo haben wir jetzt etwas, womit wir unsere kleine... Wo denn? Da bist du. Ciao. Was ist mit dir da hinten? Ist auch nur die nicht besser? Du bist auch ein Houdini-Splicer. Oder zumindest gewesen. Hm. Strange. Na gut. Ach, ich drück die falsche Taste. Das ergibt Sinn. Gleich sind wir zu Hause, Daddy. Da hinten durch? Okay. Ach, Speere voll? Okay, na gut. Nee, komm, hier muss doch irgendwo was sein. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch schon einer. So, mach's gut, Kleine. So, das hätten wir erledigt. Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier. Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Okay. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Ernsthaft? Mann, diese Wabbeltypen. Was? Ach Gott. Ernsthaft? Ich krieg Spider-Splicer mit der Harpune nicht. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden, in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Oh. Was haben wir denn da? Dr. Lamb versucht, die Stadt zu übernehmen, indem sie die Kulturszene unterstützt. Große Denker sollen sich an ihren Werken gegen Ryan aussprechen. Und das ist alles hier zu bewundern, in den Galerien im Park, in aller Öffentlichkeit. Lamb nimmt noch nicht mal Eintritt. Und in Rapture ist das einfach eine Frechheit. Das ist, als würde man ein Nudistencamp aufmachen, wo alle nur Papsthüte und sonst gar nichts tragen.
Ryans Stärken hier einmarschieren können. Dann kann ich endlich aufatmen. Hallo? Tschüss. So, der ist down. Mein Speer. So. Warte, ich lade nach. So. Genau unter dem Viech durch. Was war das denn? Hallo. Ah, okay, Kältekammer. Ich höre da jemanden. Hört ihr den auch? Einen kleinen, freundlichen Herren? Ja? Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. So, ohne Momento. So. Das hätten wir. Uni, war nicht schlecht. Tja, Kumpel. War schön mit dir, solange es währte. Arrivederci. Ciao. Das hat gut geklappt. Und du kommst jetzt her. Ja. Na komm. So, und hier packen wir dich gleich hin. So. Ja? Wer kommt mit zu dir? Au. Lass mich. Hör doch mal auf mit der Scheiße. Bin ich das? Okay, dann bin ich das wohl. Ey, kann dann nicht mal jemand was machen? Warte, muss man nachladen. Da sind viele. Ich werde hier allein geladen. Wie war das mit Sicherheit nicht? Ja, fertig? Okay. So, dann komm her. Bin ich das? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin inkompetenter als andere Daddys. Ich weiß ja auch nicht. Und du hast nicht geholfen. Jedenfalls nicht so gut, wie ich es gerne eigentlich hätte. Immer wieder ein bisschen Raketenspeer. Das ist gut. Hier mal Geld. Geld, Geld, Geld. Mieten. Oh, hier brauchen wir nicht wirklich was. Hallo? Oh. Bohrspezialist. Senkt die Preise für Plasmide deutlich, schränkt aber die Waffenauswahl auf Bohrer, Heck, Werkzeug und Kamera ein. Okay. Okay, okay. Was war denn hier? Ryans Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Gut, dass ich damit nicht zu Lärm gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside. Wir können ihn ja gleich umarmen. Das ist ja nicht das Problem. So. Hallo. Oh, hier ist ganz schön viel,
Wir benutzen mal den da. Für da. Lade nach. Nutzen den für da. Oh, daneben ist auch vorbei. Toll. So, jetzt aber. Packen den dann da oben dran. Fertig. Wenn noch 100 Bräuchte, noch irgendwas. Hier haben wir noch die. Nein, das war ja doof. So. Hier drüben haben wir noch eine. Ja. So ist gut. Hier haben wir noch 100 Pro noch irgendwo Selbstschussanlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige war. Na, sag ich doch. So. Ja, ich sehe das schon. So, hier ein bisschen weg, hier ein bisschen weg. Hi, Alter. Oh, scheiße, das war ein Raketenspeer. Mist. So war das nicht geplant. Schicker Hut. Okay, das kann ich nicht auftauen. Das ist alles schon viel zu festes Packeis. Aber hier, zähe Maschinen. Hm, kann man gut benutzen. Mache ich aber nicht. Kontaktminen brauchen wir auch keine mehr. Oh, hey, das war ja geil. War ich nicht. Warte, Kumpel. So. Jacques. Sein Name ist Jacques. Oh, praktisch. Und fertig. Hey. Lass Jacques in Ruhe. Der arme Jacques. So, komm, machen wir das hier noch. Ein neues Gesicht. Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Oh. Wer hätte das gedacht? Rapture, das Betrügerparadies. Ich muss meine Atlas-Stimme weiterentwickeln. Ich schätze, der Akzent liefert mir einen Vorwand, mich mit einer Pulle in einem Zimmer einzusperren und die Kurve zu sehen. Jetzt ist der Krieg richtig am Tod. Und ich habe eine höllische Überraschung für Andrew Ryan. Hat lange gedauert. Aber ich schätze, der verlorene Sohn bucht jetzt gerade seinen Flug. Hey, lass den. Den machen wir zum Kumpel. Oh, er ist tot. Na gut, dann ist er halt tot. Alter, was ist denn hier jetzt mit dem Licht los? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, der Dionysus Park ist ein bisschen verbuggt. Kann das sein? Boah, das ist doch unnötig. Toll. Und ihr habt die Maschine jetzt kaputt gemacht. Die hätte uns noch helfen können. Hier ist immerhin noch eine Adam-Leiche drin. So, normale Speere passen. Aber ich wollte hier die Telekinese wieder ausrüsten. Eieieiei. Gut, dann machen wir hier mal die Nummer 3. Und packen da ein Mini-Geschütz hin. Irgendwo da ein Mini-Geschütz hin. Da können wir auch noch eins hinpacken. Und immerhin hier noch eins. Und dann, ja, würde ich sagen, setzen wir das kleine Schätzelchen mal wieder hier hin. Ja, ich weiß. So, bitteschön. Tun Sie das? Wer ist das? Das wird dir leid tun, wenn ich dich sehe. Dieser Engel ist einsam. Wo soll ich denn wissen, wer das ist? Mitzi. Attacke. Das ist der Scheißmaschine. Los, Angriff! Alter, was ist denn hier los? So, ich versuche mir hier drin zu bleiben. Ich hoffe, es spawnt keiner hinter mir.
Vielleicht kriege ich das Achievement ja doch nochmal. Irgendwann. Nein! Och Mann! Die Olle! Verdammtes Ding! Ach, das ist doch doof. Halt die Fresse! Warte. Warte eben. Ich muss einmal den Typ da wegmachen. Dann muss ich den Typ da wegmachen, wenn ich den noch kriege. Ja. Und dann lade ich nach. Und putter dich noch weg. Kann hier den noch wegmachen. Und haben wir hier noch irgendwo einen? Nein, sieht nicht so aus. Dann komm mit. Ja, Sicherheit ist relativ, ne? Das wissen wir ja. So, wieder ein bisschen Schrot mitnehmen. Und du kannst gleich hier rein. So. Bitteschön. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Dann ist er eigentlich der Grund, warum wir uns erst kennengelernt haben. Speer, Phosphorschrot brauchen wir nicht, habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Noch irgendwas? Nö, eine Maske. Ein bisschen normaler Schrot. Ja. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Ja, gibt schlimmere Namen. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Hm, was haben wir hier? Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. So, Albert, wo ist Mitzi? Die Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherers Garden nach. Ja. Ja, ja, der ist ja dann gleich irgendwo. Albert, wo ist... Da oben ist Mitzi. Mitzi, komm her. Du wirst auch noch repariert. So, dann schaue ich jetzt mal eben auf die Mapse. So. Und die Mapse sagt, hier unten haben wir schon alles super gut ausgeräumt. Das ist ganz, ganz toll. Da drüben. Ach, da waren wir schon. Ach, da kamen wir her. Okay, das ergibt Sinn. Gut, ja, dann müssen wir nur noch die Little Sister von gerade ausholen. Leute, lass mich aus dem... Ja, lass aus dem Weg, lass mich durch. So rum. Was bist du denn? Ach, ein Leadhead. Ein Fackisch. Nee, ein Leadhead. Leadhead passt. Leadhead sind die... Sind die Fernkämpfer. Genau. Hallo. Ciao. Du. Ja, gib mir mein Speer zurück. Hey, das ist meiner. Blöder Typ. Na du? Ist der für mich? Dankeschön, fordernder Vater. So,
Little Sister sammeln schneller. Adam, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Dann scheiß auf den doofen Jungbrunnen, den braucht eh keiner. Und wir holen uns lieber noch einen Gentonika-Slot und machen unsere Kumpels zäher und dann haben wir keinen Platz mehr dafür. Das ist ja großartig. Ansonsten ist hier auch eher nichts drin, was wir noch brauchen würden, ne? Nee. So, erstmal wieder. Was richtig Gutes trinken. Ein gutes Tröpfchen. Ein Tröpfchen in Ehren kann nämlich keiner verwehren, wie ihr wisst. So. Oh ja, da nehme ich auf jeden Fall wieder was mit. Speere. Haben wir eigentlich noch genug. Heckpfeil haben wir auch noch genug. Das war alles genug. Was haben wir hier so? Oh, Effexperse. Ja, noch eine Spritze mitnehmen brauchen wir nicht. Was ist das hier? McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysus Park. Ein Leck in der Hauptentwässerung. Okay, was zur Hölle? Da ist eine. Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Es sind zwei. Ist dir das bewusst? Das sind zwei. Zwei Stück? Ja gut, ich meine, wir haben ja sonst nichts zu verlieren, ne? Dann mache ich mal hier noch schnell auf Electrobolt. Und dann, geht's rund. Oh, was ist das denn? Warum ist er denn so schnell umgefallen? Also irgendwas scheint hier nicht ganz mit richtigen Dingen zuzugehen. Auf wie Schnutze. Das Spiel hat sich geschlossen. Tja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mach mal eben die ganze Folge nochmal neu, weil ich zwischendurch nicht gespeichert habe und Autosaves gibt's immer nur, wenn man eine Map wechselt. Also bis zum nächsten Mal. Dann, ja, schmiert es hoffentlich nicht ab. Bis denne!